lernen, bevor du richtig Gas gibst. Ich kenne die, ich kenne die. Ich kenne alles. Boah. So, nee, das war alles gar nicht. Oh, was ist das für ein Auto? Sieht auch schick aus. War das der Aston Martin? Müsste der Aston Martin sein. Wenn ich mich nicht irre. So, jetzt immer wieder an dem Schwarm angedockt hier. Sehr gut. Meine Fresse, die Leute hier, wie die fahren, unglaublich. Macht mir den Weg frei, ihr Spaten, ihr Flachsstühle. Kommt schon. Soll ich nehmen mal den inneren hier? Während die anderen alle außen lang fahren. Wow, 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 okay. Ah, wir sind Dritter. Okay. Oh, das ist eine 4-Runden-Strecke. Wie er gesagt hat, 3 Runden noch. Hat sie mich gerade etwas irritiert gehabt. So, und da Kurve. So. Ja, die geben sie aber Stoff. Die geben sehr viel Stoff. So, komm schon. Bleib mir von der Pelle. Ich warne dich. Ich warne dich, du Fotzkriebel da. Kleck die Wand, Mann. Bitteschön. Platz 2 auf. Du hast noch 5 Sekunden Rückstand. So ein Pisser aber auch. Echt mal. Es gibt Leute, die gibt's nicht hier. So. Wow. Scheiße. Zurückspulen. Mann. Scheiße. So, dann halt ein bisschen mehr bremsen. Auf Wiederholung verschwendet hier. Für meine Unfähigkeit. Oh Gott, wir sind noch Dritter. Mein Gott, das ist ja scheiß langsam. Da muss ich jetzt Stoff geben. Aber gewaltig. Mächtig gewaltig, Egon. So. So, ich gebe hier schon alles, aber die rasen wie die Schweinsköpfe da vorne, das gibt's doch nicht. So, die müssen doch mal einzuholen sein. Na, kommt schon, kommt schon. Mach doch mal Fehler. Nein, wie komme ich drauf, dass die Fehler machen könnten? Macht jetzt Fehler. Jetzt fahre ich mal hier außen lang. Oh, das ist scheiße, außen lang zu fahren, wie ich festgestellt habe. Oh, das ist richtig scheiße. Das ist richtig scheiße. Ach du Kacke. Oh, hier, was ist denn jetzt hier passiert? Erster! Die haben einen Unfall gebaut. Die haben einen Crash gebaut. Was für einen. Geil, mit unserem schönen Heck hier. Mit unserem schönen Auto. Können wir jetzt doch noch den Sieg einfahren. Geile Kacke. Weil die einen ziemlichen Unfall eingefahren haben. So, und wir fahren komplett ohne Heckspoiler hier rum. Das muss ja reichen so. Okay. Oh, da kommt schon wieder jemand. Da kommt jemand. Der holt schnell auf. Der holt sehr schnell auf. Dein Motor ist nicht mehr ganz in Ordnung. Du hast nicht mehr die volle Beschleunigung. Ja, okay. Ah, das sollte ja so zureichen. Oh Gott, das spule ich nochmal zurück, bevor wir noch mehr Crashs hier bauen.
und das Auto noch mehr schädigen. Oh Gott, nee, das geht so gar nicht. Guck mal, hier fliegt ja alles ab. Ah, die Kurve ist sehr tricky. Ich verwechsel es immer mit der hier danach, weil aus der hier kann man so schön rausdriften. Das geht bei der anderen nicht. Ja, die ist halt schön groß. Da funktioniert das noch. Der Zweitplatzierte liegt nur 5 Sekunden zurück. Na, nur, das ist genug. Zack. Sehr schön. Hat noch alles geklappt. Hier 5 Minuten 10 gegen das Rennen. Jetzt war doch länger als gedacht. Eine ganz starke Leistung. Damit führst du die Eventwertung an. So, jetzt wird es auch nichts machen, wenn wir zum Beispiel mal Zweiter werden. Jetzt haben wir 2 von 5 Rennen mit erster Platz abgelegt. Schauen wir mal. Ach, hier wieder. Wieder die Bergstrecke. Weißt ja, wie es läuft. Viel Glück, Kumpel. Und so, ne? Wow. Bauen gleich einen Unfall. So, es kommt also nur auf Glück an, ne? Auf dem dritten Platz ist es nicht weit. Oh Gott, oh Gott. Das war nicht so prickeln. Ja, gleich ausgeglichen. Sehr schön. Da vorne ist der Erste. Der Erste. Der nicht mehr lange Erster sein wird. Jawohl. Okay, Leon. Du hast die Führung. So, mit dem können wir ja schön driften, was die anderen nicht können. Nicht alle haben ein Driftauto. Und da können wir ein bisschen Speed rausarbeiten. Sehr schön. Der Zweitplatzierte liegt nur 5 Sekunden zurück. Ja, guck mal. 5 Sekunden liegen die schon zurück hier. Was soll da noch groß passieren? Ja, wir wollen mal hier nicht den Teufel an die Wand malen. Wir wollen mal hier schön realistisch bleiben. So, weil wir haben ja gerade erstmal die Hälfte hinter uns der Strecke. Das heißt, es kann noch viel passieren, wenn wir einen Unfall machen. Gut, wir haben noch die Rückblenden, 4 Stück. Aber die könnten ja unter Umständen ausgehen. Und dann machen wir einen Mega-Unfall und dann haben wir verschissen. Oh, da war gerade ein Glühwürmchen oder was? 10 Sekunden Vorsprung auf deinen Verfolger. Das ist eine Menge Luft. 10 Sekunden? Wow. Das ist echt eine Menge Luft. So viel Luft brauche ich ja gar nicht. Was soll ich denn mit der ganzen Luft? Vielleicht mal bei Meckes anhalten, oder? Das wäre jetzt eine Option. Wo ist denn der nächste Meckes? Oder Burger King geht auch. Hallo. Ich fühle mich so alleine hier. So, das letzte Quarterstück ist angebrochen. Ah, und die Raketen, die bolzen nur für mich Raketen raus im Moment hier. Die anderen können es gar nicht sehen. Boah, hier zum Beispiel. Das war zum Beispiel ein Kackunfall. Okay, Junge, du liegst weit in Führung. Konzentriere dich aufs Fahren, dann gewinnst du dieses Rennen. Na, ich dachte, da kann nichts mehr schief gehen. Nee. So, bam. Ah, mit schönem Vorsprung erster. 3 Minuten 12. Da bin ich mal gespannt, was die anderen gebraucht haben. 3 Minuten 24, krass. Du bist Spitzenreiter in diesem Event. Verteidige deine Führung. Gut, 3 von 5 Rennen mit erster abgeschlossen. Also wenn wir das vierte jetzt auch noch, dann können wir beim fünften uns aber richtig Zeit lassen. 1127 Kilometer sind wir schon gefahren, eine Menge.
Oh, ist das Paris? Oder? Nee, Chicago. Wenn du die gut erwischst, ist das die halbe Miete. Wow. Kleine Berührungen kosten dich Zeit. Reiß dich zusammen. Ja, das waren die. Ich habe doch gar nichts gemacht jetzt. Gut, du hast halb lang das Feld verlassen. Weiter so. So, 3 Runden nur. Das ist nicht allzu viel Zeit. Das sollten wir schnell aufholen. So, und die Reifen, die verrauchen wir wieder ziemlich schnell. Den ganzen Drifts. Nach und nach immer mehr Drifts. Ja. So, Platz 4. Haben noch 3 vor uns. Mensch, das gibt's doch nicht. Wieder uns halt den Weg versperrt. Unglaublich. Es gibt Leute, die gibt's nicht. 2 Runden noch zu fahren. Ja, und jetzt einen noch anbumsen wollen, ganz klar. So. Jawoll. Na, das war nicht so jawoll. Das war auch nicht jawoll. Das war scheiße. So, ein bisschen auf die Bremse latschen, dann passt das schon. Jawoll, sehr gut. Ach, 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 kommt schon. Die Runden hier sind nicht so lang. Jetzt müssen die mal ein bisschen Fehler machen. Sonst kriege ich die nicht mehr ein. Kommt schon, baut einen Unfall. Baut einen Unfall, kommt, hopp. Mach doch mal, mir zuliebe. Die Leute wollen doch auch ein bisschen Action haben. Na, nicht sowas. Das war ein Unfall, den ich nicht wollte. So, jetzt habe ich es aber vorgemacht. Jetzt mach's mal nach. Das war die schnellste Runde dieses Rennens. So, Platz 2. Okay, Platz 2. Könnte mir ja auch schon reichen. Aber vielleicht ist ja der erste Platz noch drin, wer weiß. Ich glaube aber, den ersten kriegen wir nicht mehr. Wenn wir realistisch sind, wissen wir, dass wir den ersten nicht mehr einholen. Nee, glaube ich nicht mehr. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht mehr. Da müsste jetzt ein Wunder geschehen. Und das kommt garantiert nicht, das Wunder. Das Wunder von Chicago. Bei der großen WSR. Oder doch, kommt das Wunder noch? Kommt das Wunder noch? Okay, Leon, damit liegst du in Führung. Jawohl, das Wunder kam noch. Geil. Hat der zu sehr abgebremst in der Kurve. Ja, die Kurven sind immer so noch das letzte... Der letzte Retter. Du führst die Gesamtwertung an. Sieh zu, dass das... Na, jetzt ist doch eigentlich schon fast egal, was wir beim 5. Platz für einen Platz machen, oder? Na, okay, ganz egal wird es nicht sein, nehme ich an. Aber wir können das gechillt angehen. Egal, ob 2., 3. oder 4., denke ich mal, oder so. Irgendwie, also... Das sollte machbar sein. Zack. So, trotzdem wollen wir natürlich unser Bestes geben. Nicht aufgeben, nur nicht chillen und sich sicher sein. Man kann halt nie wissen. Komm schon, wir sind 9. Das sollten wir vielleicht nicht gerade unbedingt werden. Ja, schön einen Drift überholt wieder. Der nächste ist auch nicht mehr weit. Platz 7. Boah, hätte ich außen lang fahren sollen. Das kostet viel Zeit. Ja, macht nix. Mensch, seid nicht so langsam hier in der Kurve. Ihr bremst mich alle aus. So, Platz 4, Platz 5, Platz 3, was? Du kannst dir diesen Platz wieder zurückholen. Platz 3 sind wir. Ja, das würde schon reichen zum Beispiel. Top 3. Top 3 ist immer so das Zauberwort.
was man gerne erreichen möchte. So, denn auch Bronze ist gut. In einem Rennen zumindest. Insgesamt sind wir ja Erster. Oh Gott, dass es uns jetzt hier so rumdreht, hätte ich nicht mehr gedacht. So. Okay, dann geben wir wieder Gas. Der letzte und vierte Sektor bricht gleich an. Ach Gott, genau in die Mitte rein natürlich. So muss das sein. Wow, das ist ja auch gefährlich da, dieser Buppel in der Mitte. So, jetzt wird es wieder actionhaltig hier. Actionlastig. Ah, es sind ja zwei Runden. Es sind ja zwei Runden, das darf man nicht vergessen. Jawohl, Platz 2 haben wir uns auch noch geangelt. Naja, das liegt mir doch ganz gut. Letzte Runde. Wenn du noch einen Platz gut machst, gehört dir der Sieg. Ja, mir gehört doch so der Sieg, falls du dich verzählt hast. Ja, der geht immer pro Rennen aus. Der zählt nicht zusammen. Da kann ich so gut rechnen, wisst ihr. Ich habe da halt eine billige Arbeitskraft eingestellt, die nicht die Schule besucht hat. Der kann halt nicht rechnen. Taschenrechner kann er sich auch nicht leisten. Sehe ich aber nicht ein, dass ich ihm den kaufe, weil Taschenrechner sind auch teuer. So, ja, kann halt nicht rechnen, dann muss er ein bisschen schätzen und kann sich immer nur auf ein Rennen beziehen. Ah, das macht ja nichts. Wow, das war zu schlecht. Das möchte ich gern zurückspulen, weil das hier ist eigentlich meine Meisterkurve, die ich so kriegen will. Okay, schon besser als vorher. Weil da kann man viel Zeit einsparen. So, kriegen wir den ersten noch? Was meint ihr? Könnte knapp werden wieder. Wow. Vor allem so wird es knapp, wenn wir hier hinten lang preschen wie die Sau. Wir preschen und rammeln wie so eine Ochse hinten lang. Aber der erste könnte noch drin sein. Noch haben wir nicht den vierten Sektor erreicht. So, und jetzt sind wir mal auf der Innenspur. Da ist er. Der erste. Callum Kirkwood. Der Kirk. Halt, nee, 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 nee. So nicht. Den Triumph gönnen wir dir nicht. Wir wollen ja die Kurve schon ordentlich nehmen. Nee, so nicht, so nicht, so nicht. So, hier eher. Jawohl. So, wir geben schon noch alles hier. Und yes, auch als Erster. Das war ein cleveres Rennen, Kumpel. Du hast deine Zielvorgabe erfüllt. Klasse. Sehr gut. Yes, Champion der Saison 4. Keine Ahnung, wie du das schaffst. Tja, wie wir das wohl schaffen? Gute Frage. Bam, 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 bam. Harrison Kato, Bruno, ach, jetzt zeigen sie alle. Shi Huang, Sid Nasser, Callum Kirkwood. Caturio Deluxe. Every lap, every race, all season long. So, Endplatzierung Erster. Erfüllte Ziele 1. Fans, da bin ich jetzt mal gespannt. Okay. Oh, jawoll, jawoll. 17,7 Millionen Fans auf einmal. Dies ist der Beginn der bisher wichtigsten Phase in deiner Rennkarriere. Die WSR hat einen Höhepunkt erreicht. Das wird die bisher größte Saison. Und du bist nicht mehr nur mein Fahrerstar, sondern der Champion der Fans. Weißt, was du zu tun hast. Saison 5. Ach, es gibt noch eine Saison. Rote Wellen, in dem du die Rennen bestreiten möchtest. Ach, hier der Pagani. Oder der McLaren. Ich würde zum McLaren tendieren.
eine kluge Wahl. Weitere Sponsoren würden gern auf deinem Auto werben. Das ist eine Bestätigung deines Könnens. Ja, nehmen wir halt mal... was nehmen wir denn? Noch nehmen wir mal die. Fertig. Oh, WSR Saison 5. Boah, wie viele Rennen gibt es denn hier? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Finale. Wow. Da haben wir doch noch einiges vor uns. Okay, wir haben noch Fahrzeug-Challenges, wir haben noch Promos. Gut. Wie spät haben wir es eigentlich? Ich würde sagen, ich mache jetzt eine Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Grid 2. Bis dahin, macht's erstmal gut und ciao, euer Kelturio, bye.